Gut, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, also wenn man sagt, alles bricht zusammen, und gibt es natürlich die Möglichkeit, die Steuerschraube noch anzuziehen. Dem kann man natürlich auch entgehen, wenn man in Lebensgemeinschaften ist und da so eine Art Tauschwirtschaft einführt. Dadurch umgeht man dann die Mehrwertsteuer und all diese Geschichten. Das heißt also, da wird dann Arbeitsleistung, Handwerker, kriegt also arbeitet, macht, kriegt Verrechnungsscheine auf so einen Reichstaler oder sowas. Ne? Das ist so ähnlich wie die D-Mark. Und dafür kann er sich dann innerhalb der Gemeinschaft Getreide oder Brot oder sowas kaufen. Das heißt also, darüber hätte man die Möglichkeit, natürlich diese Steuer, die auch noch angezogen werden wird. Der Staat wird sich überlegen, wie er sich also am Leben erhalten kann. Das ist ja so wie bei irgendeinem Parasiten, der sich einnistet, der einen Baum umschlungen hat oder so. Der versucht immer mehr aus diesem Baum rauszusaugen, so lange bis der Baum kaputt ist. Das heißt also, die werden jetzt nicht irgendwann vernünftig werden und werden sagen, also wir müssen damit die Wirtschaft leben, noch die Steuern senken und dies und jedes machen. Das geht gar nicht mehr. Die werden die Steuerschraube noch weiter anschrauben, festziehen und werden sagen, also wir müssen da noch mehr machen. Und dann ist natürlich auch so eine gute Sache, eigene Lebensgemeinschaften zu haben, wo man praktisch außerhalb der Steuern lebt. Wenn man nämlich mit nicht fremd zukauft und nicht fremd verkauft, sondern innerhalb des eigenen Saftes praktisch seine Sachen vermarktet, dann hat man die Möglichkeit, weitgehend an der Steuer vorbeizugehen. Das machen die Amischen in den USA ja auch, die da also ganz geringe Steuerlasten haben. Also da hat man Möglichkeiten, noch was zu machen und sich auszuklinken aus dieser ganzen Entwicklung, die da auf uns zukommt. Also der Wirtschaftsaufschwung in Deutschland in den 30er Jahren, insbesondere im Außenhandel, ist ja weitgehend dadurch bewirkt worden. Das heißt also, man hat Abkommen geschlossen mit anderen Staaten und hat gesagt, pass mal auf, ihr wollt das und das haben, wir wollen das und das haben, die Werte wurden festgestellt und es wurde praktisch getauscht. Es floss mein Geld, das nicht vorhanden war, man hatte keine Devisen, man hatte kein Gold, Deutschland hatte kein Gold, war ausgeplündert, hatte keine Devisen. Und mit den jeweiligen Währungen, es ist auch so, die unterlagen dann großen Schwankungen und da konnte man also auch nicht drauf bauen und da hat man einfach festgelegt, es wird das und das gegen das und das getauscht. Und das klappte so gut, dass wir also im gesamten Balkan, wo wir 1930 noch etwa noch 15% oder 10% des Handels hatten, 1938 85% des Handels hatten. Das heißt, wir hatten England restlos verdrängt. England war dort die führende Wirtschaftsmacht im gesamten Balkan gewesen. Auch einer der Gründe dafür, was wenig bekannt ist, dass die Briten also in den Zweiten Weltkrieg gegangen sind, weil letztlich unsere Wirtschaft so erfolgreich expandiert ist und die Briten von den anderen Märkten verdrängt hat. Aber einfach aufgrund dieses Prinzips eben, dass man gesagt hat, pass auf, wir wollen nicht nur verkaufen, wir sind auch bereit, Waren von euch zu nehmen. Das war das große Problem. Die hatten ja alle keine Devisen, hatten alle kein Gold, auch am Balkan nicht. Aber die hatten Waren anzubieten, sei es nun Lebensmittel oder Apfelsinen oder was auch immer, das wurde dann eben halt geregelt und so kamen die Sachen dann rein. Und darüber kam die Wirtschaft und kam der gesamte Handel nicht nur bei denen in Schwung, sondern auch bei uns. Und das hatte dann wieder positive Rückwirkungen. Also das war eine ganz segensreiche Geschichte, diese Kopplungsgeschäfte, die man damals gemacht hat. Und das war einer der wesentlichen Gründe, warum wir hier auch den Wirtschaftsaufschwung bekommen haben, von 33 bis 39. Während die anderen eben alle nur auf die Geldfrage abgestellt haben, Geld- und Goldfrage abgestellt haben. Und damit war das Problem nicht zu lösen. Da konnten zwar bestimmte Kräftegruppen ganz kräftig dran verdienen, wenn man das also alles auf Devisenkurse und auf Goldkurse abstellte. Da konnte man herrlich spekulieren. Und das konnte man bei diesen Tauschgeschäften natürlich nicht machen. Aber die Tauschgeschäfte funktionierten und das andere funktionierte nicht. Helmut Kohl hat vor einem Jahr gesagt, ja, nachdem er wieder in Amerika war, er hat bewirkt, dass jetzt amerikanische Firmen weit über 5 Milliarden Mark oder Dollar in die neuen Länder einsetzen. Nur getan, also das sind die Geschenkungen. Wenn diese Firmen das machen, dann machen sie zusammen die Devise ordentlich. Ja. Dann gehen wir überall. Oder auch bestes Beispiel, Open hat in letzter Zeit die Gewinne von, ich glaube, über 22% bezahlt, dass wir jetzt gar nicht alles Kapital so gesehen haben und nicht erfunden haben. Und das genügt den Aktionären nicht, die wollen mehr haben. Da geht man her und ab dem Fortschritt an, da kommen neue rein. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob die Mitarbeiter entlassen werden oder nicht. Es zählt nur die momentane Dividende. Das können wir bei allen großen Unternehmen sehen. Es spielt keine Rolle. VW hat einen etwas anderen Kurs. Ich bin immer gut, wir zahlen die 22, die müssen 13 Euro bezahlen. Ja, ist auch nicht gerade wenig in der heutigen Zeit. Aber dafür entlassen wir keinen einzigen Mitarbeiter, dafür investieren wir und so weiter und so fort. Hier. Das passt den Kernen Großaktionären nicht. Ich rede nicht von den Kernaktionären, die sowieso von der Bank ausgeraubt werden, ihre eigenen. Die bekommen nur einen Bruchteil dessen, was sie normalerweise in diesem Geschäft dazu finden. Und vor wem das kein einziger Mitarbeiter? Das gefällt den Kernen nicht und deswegen haben wir noch den Lofest eingesetzt. Ja. Der Lofest verdient allein 4 Millionen Mark im Jahr. Das muss auch erstmal verwirtschaftet werden. Und jetzt geht VW her, hat die ganze Praktik in die Opel, es wird also rationalisiert ohne Ende. Und ein zweiter Trick auch nicht schlecht. VW hat bei außenstehenden Firmen, bei Zulieferern, 2 Milliarden Mark Schulden, aber auch nur. Große Firmen gehen her und die Firmen sind die Geschäfte, die haben keinen Kunden.
Es gibt aber sehr viele Firmen, die speziell 70, 80, 100% nur für VW arbeiten. Und wenn aber der Chef nächste Tage später kommt, und Konkurrenz 18%, dann ist die Firma klein. Das ist nicht richtig, weil dann gibt es aber nicht, der kommt aus Polen, kommt eben aus Polen. Und hier, Hauptsache, der ist dann weniger. Das heißt, es spielt keine Rolle mehr, wie das ganze Regalsystem überhaupt funktionieren kann. Es zählt nur noch die schnelle Marke, die uns jetzt kommt. Was morgen kommt, keine Rolle. Dann gehen wir irgendwo anders. Ja, das ist wirklich ein Selbstläufer, es ist ein gewisses Automobil, die kann man gar nicht erschlossen, was hier. Ja, es ist also so, dass diese ganzen ganze Aktienwesen natürlich totaler Missbrauch ist. Also vor 30 Jahren habe ich dazu mal geschrieben, dass es Aktien eigentlich nur innerhalb des Betriebes geben sollte. Weil nämlich die Betriebsinhaber, die im Betrieb selbst arbeiten, ein Interesse daran haben, dass dieser Betrieb also selbst lebt und selbst arbeitet. Diejenigen, die aber fremd sind, haben nur ein Interesse daran, möglichst viel Dividende rauszuziehen. Und zwar kurzfristig. Sie können die Aktien ja blitzartig wieder verkaufen und neu kaufen. Sie können damit spekulieren. Und wenn also die Dividende nicht stimmt, da wird also verkauft und dann können also selbst gesunde Firmen dann also in Schwierigkeiten kommen oder der Vorstand wird also abgelöst und ähnliche Dinge auch. Dazu müsste natürlich auch gehören, dass an sich Banken nicht berechtigt sein dürften, irgendwelche Eigentümerrechte an Firmen zu haben, weil dadurch eine solche Verknüpfung ist. Und es ist also so, dass die Banken ihre eigenen Interessen machen. Es gehören ja immer größere Teile der deutschen Wirtschaft gehören den Banken. Das ist klar, wenn sie 2% oder 2,5% an Zinsen zahlen und verlangen dann nachher 12%, 14%, 15%, wenn sie es wieder ausleihen, dann kann man sich vorstellen, dass es gesetzmäßig ist, dass sich letztlich der gesamte Reichtum dann bei den Banken ansammeln muss. Das ist geradezu zwangsläufig so, sodass die jetzt überall drinstecken, ob bei Mercedes oder sonst wo bei allen großen Firmen, da stecken die Banken zwar einen großen Teil mit drin und haben dann ihre eigenen Interessen natürlich nur noch im Auge. Herr Dr. Piebrock? Und das Thema heraus mit der genetischen Rückstand. Ja. Ökonomischen und wirtschaftlichen, politischen Perspektiven, auf die wir keinen Einfluss oder noch keinen Einfluss haben. Was praktische Familienpolitik anbetrifft, würde ich hier an Ort und Stelle ein Beispiel davon, mit anderen Worten, was wir heute tun können, wer idealistisch und familialistisch Teil des Volkes sollte sich um ein Kinderleben bemühen, den die anderen aus rein materiellen Gründen verschmähen. Genau, dass diejenigen, die vielleicht aus Deutschland hausen, die schneller vermehren, als diejenigen, die unser Land quasi abgeschrieben haben. Dann haben wir einen praktischen Beitrag an der Reise. Dennoch, immerhin im Rahmen des Möglichen. Andere kommen von selber, da können wir überhaupt nicht entscheiden. Wann dieses System zusammenbricht, auf welcher Höhe wird, da steht noch, bitte das Ferngeschehen oder sich außerhalb unserer eigenen Bereich. Das können wir uns deutlich vorstellen, das wird noch gar nicht. Aber diejenigen, die noch an die Zukunft des Landes denken, die Jungen, wenn die noch Kinder haben, dann haben wir immerhin unser biologisches in gewissem Maße erhalten und dann bestehen noch Aussichten für die Zukunft. Da müssen Grundstoff da auch immer weiter. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind alle anderen Regeln überflüssig. Es gibt ja das alte chinesische Wort, also ein Mann soll in seinem Leben einen Sohn zeugen, einen Baum pflanzen und ein Haus bauen. Also diese drei Dinge. Und das ist schon eine wichtige Sache. Man sollte vielleicht mehr als einen Sohn zeugen, man sollte auch mehr als einen Baum pflanzen. Sage ich dazu mal, mehr als ein Haus zu bauen, braucht man nicht. Aber da liegt eine tiefe Weisheit drin in dieser Sache. Das ist letztlich irgendwo das Entscheidende. Und dass es geht. Ja, Herr Wittenberg war ja bei unserer Versammlung von 1998 nicht dabei. Das Problem ist ja gerade im rechten Teil eine sehr große, die jungen Männer. Wir haben ja überschüssig sehr viele nette junge Männer, die aber keine Frauen sehen, keine Mädchen sehen. Und da liegt eigentlich das Problem. Die werden schon bereits Familien gegründet, aber wo kommen die Mädchen her? Die Mädchen heute werden leider aus meiner Generation oder wurden, ich kenne viele, die haben Mädchen, die haben nur Söhne, aber die Mädchen sind dazu erzogen worden, sich selbst zu verwirklichen, wirklich zu studieren, das ist natürlich ganz klar, egal welchen Bildungsstand ist. Und diese Mädchen sind gar nicht so schnell bereit, jetzt einfach mal so reif der Kinder zu sein. Und wenn man Wegen werden, vielleicht umerzogen werden. Das ist also eine ganz wichtige Sache. Also wir haben das eigentlich bei den zwei wichtigsten Gruppen in unserem Volk haben wir die Probleme. Das sind einmal die Nationalen. Da ist es so, dass die Nationalen eben sehr schlechtes Ansehen haben. Und das ist eben so,
ist auch biologisch gesehen, eine Frau richtet sich also normalerweise nach dem, der hohes Ansehen hat. Ne? In einem Krähenschwarm ist es so, dass also jedes Krähenweibchen bestrebt ist, ein möglichst hochrangiges Krähenmännchen zu kriegen. Ganz klar. Und das hängt da ja mit anderen Sachen zusammen. Das heißt also, Achtung und Ansehen, die jemand hat, die bewirken also auch seine Heiratschancen. Wenn er wenig Achtung und Ansehen hat, hat er geringe Heiratschancen. Und die Nationalen haben nun mal ganz geringes Ansehen innerhalb der Bevölkerung. Deswegen sind ihre Heiratschancen also auch entsprechend gering. Also deswegen ist gar kein Wunder, was hier gesagt wurde, dass bei der Sonnenfeier 240 Jungs und 20 Mädchen waren. Also das passt schon irgendwo zusammen. Die Frauen lassen sich da auch vielleicht ein bisschen mehr noch beeinflussen durch die Medien als die Männer. Das weiß man nicht. Das liegt vielleicht auch mit der größeren Anpassungsfähigkeit von Frauen zusammen. Der zweite Bereich, die zweite wichtige Bevölkerungsgruppe, die wir in unserem Volk haben, sind die Bauern. Und auch da ist es genau dasselbe. Nur jede dritte Bauer findet also eine Frau. Zum Teil ist es so, dass die also schon aus Malaysia oder sonst woher sich also ihre Ehepartnerinnen kaufen, weil also eine Bäuerin muss am Hof sein. Ob das nun das Richtige ist, das wage ich also sehr zu bezweifeln. Das heißt also, ich wage es nicht nur zu bezweifeln, das ist Blödsinn sowas. Aber die kriegen einfach keine Frauen, weil es eben so arbeitsintensiv auf dem Bauernhof ist und weil der Bauer insgesamt gesehen, früher war mal ein bevorrechneter Stand im Dritten Reich und auch davor war es ja so, Bauer, das war ja ein Wert, der hatte ja also Sachvermögen, so ein Hof hatte ja Millionen Wert. Das machte er zwar nicht zu Geld, aber er galt deswegen etwas. Der Bauer galt etwas, das war ein besonderer Stand. Dieses Ansehen ist ja heute längst vorbei. Und heute ist ein Bauer jemand, der also für einen viel zu geringen Lohn viel zu lange rackern muss. So, das ist so das allgemeine Ansehen, was der Bauer hat. Und das bedeutet natürlich, dass also er außer für idealistische Landfrauen oder Landmädchen, die also nun sich nichts Besseres und Schöneres vorstellen können, als auf dem Lande zu leben,